Tag 31. Hallo, was ein wundervoller Montag. Dank deiner Hilfe konnten wir eine Sonderausgabe des Magazins erstellen, das wir heute rausgeben können. Weiter so, du machst gute Arbeit. Ich werde dann am Samstag wieder vorbeikommen. Let's go. Jetzt können wir die Eispassage auch nochmal machen. Nein, das haben wir geliked. Oh, Frachtkiste, aber Drohne, aber Harpune, aber Frachtkiste. Ah, Drohne, aber Frachtkiste. Drohne. So. Können wir endlich mal die Gletscherpassage machen? Keine Ahnung, was uns erwarten wird. Hallo, um Mord und Totschlag gehen. Nee, keine Ahnung. Schon wieder Aufgaben für uns. Wir waren noch vor 5 Minuten erst hier. Lange nicht gesehen, Dave. Ich wollte dir erzählen, dass ich wieder in der Gastronomie bin, aber ich konnte deine Nummer nicht finden. Das berühmte lokale Gericht des Dorfes Mimas Seetang-Teigtaschen. Der Teig ist fest genug, um auch in Flüssigkeit seine Form zu behalten. Du solltest sie probieren. Wie soll ich das unter Wasser essen? Warum probierst du jetzt nicht eine? Ich mache eine ganz besondere für dich. Ich bin immer für leckeres Essen zu haben. Soll einfach mal Teigtaschen kaufen. Oh no. Oi. Kommt Super Mima. Es ist so crazy. Seegras-Teigtaschen erhöht den Basisschaden einer Harpunenkanone um 10%? Wow, das ist super lecker. Ich bin voller Energie. Oh, das ist nicht nur ein Gefühl. Sie gibt dir tatsächlich Energie. Jede Teigtasche hat eine andere Füllung. Such dir eine aus. Oh, und der Effekt der Seetangtasche lässt nach der... Deutsch. Lässt nach, wenn du das Wasser verlässt. Komm vorbei, wann immer du einen Effekt brauchst. Wir sehen uns, Dave. Cool. Mimas Teigtaschen können 2-mal täglich bestellt werden. Einmal morgens und einmal nachmittags. Teigtaschen haben einen besonderen Effekt, der einhält, bis du das Wasser verlässt. Der Effekt wird auf dem Pausenbildschirm angezeigt. Ja, dann können wir doch jetzt frisch gestärkt in die Passage gehen. Wo war denn? Wir müssen nach oben, ne? Portal war Portal rechts oder links? Rechts. Wir sind schon 660 bei. Können wir wieder ein bisschen ins Spielhaus gehen? Glücksspiel kann süchtig machen und so. Ich hoffe, wir sind gewappnet. Ich habe irgendwie Angst in der Gletscherpassage. Könnte wieder irgendwas schief gehen. Sind bestimmt die Gardons. Gardons machen uns das Leben immer schwer. Oh, ich wollte noch gucken, ob wir unser Gewehr noch upgraden können. Bin ich dämlich. Haben wir den Kalmar schon? Ja, ne? Ist aber auch. Was hast du nur für Midlife Crisis, mein Guter? Hab ihn. Ich glaube, wir müssen hier reingeleuchtet. Ja. Der Ladescreen. Ah, jetzt haben wir die Drehdinger. Und die Farbendinger. Ist halt alles dabei. Hier sind ähnliche Vorrichtungen. Ich glaube, es sollte genau wie beim letzten Mal funktionieren. Na, guck mal. Lass mal oben und unten gucken, ob hier irgendwas ist. Verdächtig auch. Hier ist nur Sauerstoff. Okay. Also nur ist untertrieben. Sauerstoff ist immer gut. So, da müssen wir dann runter. Da ist wieder ein Gardon. Bestimmt einmal umschalten. Müssen wir wieder drehen. Oh,
Und dann müssen wir uns das Mörmelchen. So. Ah ne, ich muss an den Schalter. Verdammt! Tasten. Oh, das wird knapp. Vielleicht sieht er uns da nicht. Er hat uns nicht gesehen, okay. Warte, was hat sie jetzt geht das zu? Schön, dass er nicht nach oben guckt. So, jetzt mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen. Hier ist eine Mupfel. Haut die eigentlich auch den Scheiß hin? Ja. Lass den mal fallen, mal sehen, was passiert. Müssen wir das, glaube ich, aktivieren? Ey, ich bin in Rätseln so schlecht. Können wir hier hinlegen? Drehen wir da? Ich frage so, welche Richtung sich das dreht. Ich das? Ach, ich bin manchmal so klug, so klug. Nein, das tut nicht gut, wenn ich mich lobe. Wir haben nie etwas gesagt. So, da oben war noch was, will ich gerne mitnehmen. Ich bin in Rätseln sonst übelst kacke. Aber manchmal habe ich die Erleuchtung. Glaube ich. So, schmilzt. Schmilzt, schneller. Was ist das? Eine Fischstatue. Ich weiß, ob wir das jetzt überhaupt noch brauchen, die Frucht. Könnten wir die nicht eigentlich einfach mitnehmen? Aber ich hätte der Raum jetzt. Nee, warte mal, da ist doch ein riesiger Spiegel. Bringt nichts. Der Spiegel wird ja nicht umsonst dort stehen, da wird die kleine Frucht auch nichts machen. Ist das überhaupt klug, die jetzt die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen? Über die Eiswand hier. Oh, was ist diese Vorrichtung da vorne? Es sieht so aus, als könnte es etwas erhalten. Soll ich eine Frucht des göttlichen Baumes bringen? Oder nehmen wir die mal mit? Muss ich mir Sorgen machen, weil da unten schon wieder Munition liegt? Aber das ist nur der Kalmar. Was ist da oben? Alle, den Fisch haben wir auch schon. Dio! Ein Wandbild. Schönes Wandbild. Oh, die Wand wurde durch das Licht der Frucht des göttlichen Baumes geschmolzen. Ich sehe das Wandbild jetzt. Da ist der pinke Delfin mit bei. Ja, sag ich doch, der Spiegel wird irgendwas machen. Oh, das Licht des göttlichen Baumes leuchtet knapp am Eis vorbei. Vielleicht kann ich das Eis schmelzen, wenn ich den Winkel des Spiegels leicht verändere. Und wenn ich den Stein da drüben raushole, aber ich habe im Moment kein Werkzeug, das ich benutzen könnte. Ich sollte zum Boot zurück können und Cobra fragen. Oh Mann! Ich dachte, wir kommen jetzt hier voll weit. Ich fühle mich verarscht. Hallo. Ja. Harpune reicht hier wirklich nicht mehr aus. Oh, ich bin so langsam. Ah, Button Smashing war noch nie so meins.
Dann müssen wir mal ein bisschen Fisch mitnehmen. Wenn wir die hier alle schon haben müssen. Schwimm nicht durchs Licht, mein kleiner Freund. Und da ist noch ein Kalmar. Ein Faunkalmar. Ah, Button Smashing ist anstrengend. Machen wir so. Gehen mal leichter. Dann müssen wir zu Cobra zurück. Warte. Schlaf doch einfach, meine Güte. Schlaf doch! Ich will dich doch nicht töten. Naja. Du hast es nicht anders gewollt. Guck mal, er schläft. Wir auch. So, eine Garnele. So, und das ein Kalmar. Kann ich ohne großartig Fisch immer aufs Boot zurückkehren? Da habe ich schlechtes Gewissen. Nehmen wir jetzt alles hier mit. Dann müssen wir wohl mal zum Boot zurück. Gucken, wie es da weitergeht. Wir müssten doch eigentlich noch genügend Hai haben. Noch müssten wir Geld machen können. Juhu. Ich darf nicht vergessen, dass ich Tiefseespinnen immer noch machen muss. Es ist so hell. Meine Augen. Ah. Du willst also den Stein herausholen, der in der Spalte steckt? Dann solltest du einen Brechstange benutzen. Oh, hast du eine? Ja, die Sache ist, ich habe eine bestellt, aber das Frachtschiff, auf dem sie sich befand, ist gesunken. Vielleicht ist sie auf dem Meeresboden zu finden, wo das Frachtschiff gesunken ist. Ah, wo der Riesenkalmar war. Das wird ein Kinderspiel, da der Kalmar jetzt weg ist. Gut, worauf wartest du dann noch? Ich hatte eine rote Brechstange bestellt. Oh, jetzt muss ich das scheiß Schiff wieder suchen. Ich habe immer ein bisschen Fisch. Das ist ja jetzt gar nichts. Und Feldfrüchte. Und Katze. Erst Katze, dann Feldfrüchte, dann wieder schwimmen gehen. Vergiss die Katze nicht mehr. Heute nicht. Wird dann. Farm. Fischfarm braucht man nicht gucken, die läuft. Ja, Eier gekriegt. Huch. Nein. Soll's doch da. Ich kann dann nämlich wieder neuen Reis am, anbauen. Ist halt wie Stardew Valley manchmal. Karotten sind auch fertig. Regnet halt noch, das ist gut. Ist wieder was eingegangen. Ist aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Bestimmt irgendwie Nährstoff. Auch irgendwie Nährstoff wieder mehr. Frage ist, muss ich das einmal holen oder? Kompost. Bedrückt mich hier jedes Mal. Jetzt habe ich den falschen gekauft. Toll. Kann ich verkaufen? Mann! Dieses Menü! Den will ich verkaufen. Ja, ich gefailt.
So, wir kohlen uns dreimal Bohnen. Fischtomaten. Und nochmal Aubergine oder Knoblauch. Knoblauch, komm. Müssen wir uns also immer für den Nährstoff bereithalten. Wie viel war nochmal eine Erweiterung? 2400. Ja, dann könnten wir auch erweitern, okay. Sollte machbar sein. Jetzt können wir zum Boot zurück. Wir müssen die wir holen die Sprechstange. Ich bin unterzuckert, keine Ahnung. Kann nicht mehr reden. Gut Deutsch. Kann man das essen? Ah. Huch. Ja. Auf. Vermisse meine Wasabi-Nüsse, die ich immer gegessen habe nebenbei. War lecker. So. Wir müssen auf 100 Meter. Und ich muss da so einen Papageienfisch fangen. Jetzt können wir noch ein paar auf Stufe 3 ziehen, die wir nicht Stufe 3 haben. Da ist er doch. Oh, da ist noch ein Dreschhai. Den nehmen wir auch mit. Obwohl, im Frack wird auch noch was sein. Wieso stirbt der denn? Wieso will denn der nicht einschlafen? Mich abgrundtief verarscht. Dreschi, jetzt komm mal her hier. Er sieht halt schon irgendwie cute aus. Ich weiß nicht. Ich finde, er guckt immer so lustig. Mitnehmen. Einmal eintüten, bitte. Danke. Aber Geindings fehlt uns, die grauen Dinger fehlen uns. Noch auf 3. Das Schiff ist ungefähr auf ca. 100 Meter. Ich hoffe, hier versteckt sich kein Rochen. Ist voll leer. Musste mal gesagt werden. Ja, Tintenfische, ich weiß, ich weiß. Okay. Speedy Gonzales. Ach, immer die Nasenspitze. Komm noch. Na komm noch, trau dich. Komm, trau dich. Trau dich. Was? Schwimmt immer so weit. Schwimm weiter, als mir lieb ist. Ich muss ja wirklich mal gucken, mit was wir alles noch die Waffen upgraden können. Den brauchen wir auch noch. Einen Stack sollte ich... Oh, das ist ein Tigerhai. Tigerhai nicht echt immer beim Boot gewesen? So, da haben wir den jetzt auch auf 3. Geht denn uns hier noch? Der Gelbflossen-Thunfisch, die Wölze. Ja, das andere, der Papageienfisch noch. Das andere Riff fehlt uns halt auf. Ein Foto fehlt noch. Und einer, den ich nicht weiß, wo ich ihn herkrieg. Aber für den anderen Riff fehlt uns noch das meiste. Ey, nee, ist nicht dein Ernst. Will nicht. Ah, scheiß drauf. Ich will ihn jetzt auch nicht fighten. Wir müssen wahrscheinlich wirklich mal das Fangnetz upgraden und dann mit dem Fangnetz mal in die Riffe reingehen. So.
Langsam finde ich das Schiff immer schneller. Finde seine, finde eine Brechstange, nicht seine. Obwohl es seine ist. Können wir hier den Hai nicht mitnehmen? Na, ihr seht. Ich will nicht wissen, wie oft wir die eigentlich schon hier gesehen haben. Oh, da ist sie! Kobras Brechstange. Aber sie ist unter den Steinen begraben. Ich muss die Steine entfernen. Nicht schlechter als das, das kriegen wir gerade hin. Ich stecke zwar eher in den Steinen drin, aber ist okay. Und die Steine sind doch jetzt weg. Nein? Okay. Jetzt? Sind die Steine zu nah? Ja. Och Gott, schon, das sind die Krabben. Oh Gott, die springen aber rum. Ups, sieht aus, als hätte ich eine Krabbenkolonie verärgert. Oh, die sehen wild aus. Ich muss mich um sie kümmern, um die Brechstange mitzunehmen. Oh Gott, die Musik dazu. Die letzte noch. Hui. Alle gute drei. Puh, das war ein harter Kampf. Der war sehr aufregend. Lass mich die Brechstange holen und hochschwimmen. Wir nehmen den Hai noch mit. Oh, ist er knapp. Gut, das muss die Brechstange sein, die Kuppa erwähnt hatte. Warum kommt sie mir bekannt vor? Was auch immer, ich sollte zum Boot. Erstmal müssen wir noch den Hai holen. Und den Segelfisch. Oh, den gibt's ja auch noch. Ich höre ihn sogar schon. Ja, da ist er. Der letzte Schlag ist immer viel. So süß, wie er sich immer erholen muss. Ah, der hat gesessen. Ah, er macht so keinen Spaß. Auf oh, voll gegen Stein. Voll daneben. Ah, oh, geht doch. Ja, das Problem ist, den Segelfisch überleben wir jetzt halt nicht mehr. Bräuchte Sauerstoff, um den zu machen. Ich glaube, er kommt heute noch vom Haken. Ich glaube, den lassen wir lieber. Er macht einen Charge und ich bin tot. Will ich nicht. Gehen mir meine Haie verloren. So, mal sehen, was begegnet uns hier doch so. Wir nehmen einfach alles mit, was hier so rumschwimmt. Können wir das wenigstens leveln? Fangnetz wäre hier echt cool. Fangnetz wäre wirklich cool. Komm jetzt her. Doch. Warum so stur? Noch ein Seepferdchen. Munition, wir haben noch voll. Hat mir auch für was. Ich glaube, Blei haben wir auch für Upgrades gebraucht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, wir brauchen noch einen Haufen Fragmente. Sepia brauchen wir auch. Aber bauen die Hüte von den Sepias. Genau, die brauchen wir. Oh, komm schon. Mach nicht diesen.
Ich muss mir Sepia immer mitnehmen, wenn wir es sehen. Wir haben aber noch ein bisschen Platz. Wir müssen noch ein bisschen was mitnehmen. Kann nicht so mit leeren Inventar losgehen. Sepia und das Barracuda. Erst Barracuda. Ah, dann Sepia. Oh, das ist ein Hai. Ah! Jetzt kurz überlegen, welche Taste das ist. Aber nur kurz. Nicht lang. So, Sepia mitnehmen. Wie kann ich das verfehlen? Eieiei. Der wäre auch nicht drauf gewesen. Wir hätten schon wieder keine Hüte. Also eigentlich Hautstücke, aber jetzt immer Hüte. Die werden einfach nur eingesaugt, die verschwinden. Ups und weg. Wir sind schon wieder fett. Aber hier ist eh ein Ausgang. Oh, der hatte noch eine. Das ist gut. Ich weiß halt nicht genau. Ich weiß, wir brauchten für das erste brauchten wir 3. Und dann hört es bei mir auf. Ich weiß nicht, ob wir dann 5 brauchen. Oder ob es auch 3 waren. Ich muss echt mal gucken, wie die Upgrades weitergehen. Da habe ich eh noch nicht viel gemacht. Oh, das ist genau die, die ich bestellt habe. Haha! Also, du nimmst sie mit zum Stein, steckst sie zwischen den Spalt und ziehst dann fest dran. Dann kannst du den Stein herausnehmen. Haha! Sehr gut. Damit kann ich dann den Spiegel bewegen. Haha, gut so. Wenn du schon hier bist, warum überprüfst du nicht mal deine Ausrüstung? Und vergiss nicht, bei Banjo Sushi vorbeizuschauen. Hä, das mache ich doch die ganze Zeit. Cobra, wach mal auf. Ja, das mit den Seepferdchen ist eh... Ich habe ein bisschen Fisch mitgebracht. Oh nein, was will der denn jetzt schon wieder? Der wird langsam irgendwie anhänglich. Es stimmt schon wieder. Verpasst nicht diese Gelegenheit. Tschu-tschu. Oh, jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir. Ich habe keine Wahl. Och nee, ich will nicht. Aber ich muss. Sonst heißt es wieder gescheitert. Aber wir müssen. Können wir... Wir hier nochmal gucken. Kann ich die herstellen? Ja, ne? Das hatten wir noch nicht. Oder? Ich will nochmal, dass er träumt und so ein Konzert machen muss. Das stimmt, den Granatenwerfer haben wir nie wieder gesehen. Das Lied so geil. Der da sitzt. Ich will sie nicht ausrüsten. Also hier brauchen wir nur mehr Geld. Was haben wir eigentlich alles? Oh, wir haben gut Fragmente gesammelt. Der Wassergewehr. Stimmt, das Betäubung hat nicht nochmal eine Stufe. Wassergewehr 2 könnten wir auch machen. Ah, muss ich mir überlegen. Schatz ist absolut nicht meins. So, was fehlt uns hier denn noch? 100? Habe ich deine 100 gesehen? 100%. Das war nicht alles auf Gold, das kommt noch. Aber wir haben noch 100. Cool, hier fehlt halt noch 5%. Und die 5% sind literally der und das Foto. Hier fehlen auch nur noch 5%. Hier fehlt noch ein Gegner, ein Endboss. In der Nacht fehlt uns auch noch ein Boss. Das könnte der sein, der jetzt kommt. Und die haben wir noch nicht gesehen. In der Gletscherpassage, die kommen bestimmt noch. Und Seepferdchen fehlt uns auch noch ein paar.
Aber das Zielpferdchen ist immer so Glück, keine Ahnung. So, Echo. Ob ich jemals Stufe 4 erreichen? Ich habe schon so viel abgegeben hier. Geben auch schon mal ab, oder? Kann ich nicht. Kann ich das nicht abgeben? Die Lungenquallen haben wir schon abgegeben, Vigis. Wir müssen mal wieder Spiegeleierquallen machen. Oh nee, 30 gestreifte Wälze, ihr wollt mich verkackeiern. Ja gut, ich gehe ja schon, ich drücke mich nicht mehr. Die stürmische Nacht. Ein Pelikanaal? Der sieht aus wie eine riesige Kaulquappe. Wir müssen jetzt den Wirbel finden. Gucken, ob wir diesmal mehr Glück haben als bei dem weißen Hai, wo ich mich ewig tot gesucht habe. Keiner will den dreifachen Axel. Ich nehme die Fragmente. So. Eine Garnela. Meine. So. Hör ihn noch nicht. Wird wieder irgendwo unten sein, vermute ich mal. Oder? Ich weiß nicht mal, worum es sich bei diesem Wirbel handelt. Der hat da nichts gesagt. Der hat nur gesagt, Wirbel! Achte auf den Wirbel! Ich höre ihn halt noch nicht. Oben ist ein Hai. Ich höre ihn. Ah, kann ja nur lustig werden. Ahoi! Brause. Hey, haben wir einen Bock drauf. Ahoi, Brause ist cool. Ah, ich bin schon wieder an einem komischen Ort. Nun, dieser Ort scheint unbewohnt zu sein. Was du nicht sagst. Aber irgendwas kommt uns auch hier gleich wieder entgegen. Wie das aussieht. Das ist die LKW-Krabbe Teil 2. Sieht irgendwie schon danach aus. Nein, es ist ein Mantis. Oh, die Viecher sind so aggressiv. Die sind eigentlich so schön, aber so Mantis-Schrimp. Die sind so aggro. Die sind im Real Life auch super aggro. Und die boxen halt auch wie die Bekloppten. Huch, ein Krebs, der ein paar Boxhandschuhe trägt. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich muss, es muss ein Fangschreckkrebs sein. Aber seine Größe ist unglaublich. Ich schätze, er könnte mich mit einem Schlag vernichten. Es wäre schön, wenn ich etwas was Hartes finden könnte, um die Schläge dieses Dings abzuwehren. Was? Was Hartes? Hier ist doch ein Dingsbums. Das ist eine Wand. Yo. Alter. Versteck mich. Oh nee. Hä? Ich stehe dahinter. Hä, wie soll das funktionieren? Okay, das ist Munition. Ah, das ist so uncool. Wie schnell denn noch? Bin ich Speedy Gonzales, I'm sorry. Der ist anstrengend. Ich seh nix. Oh, das hat ihn zurückgeschreckt. Nur ein Schuss.
Das hat mich getroffen. Ich glaube, er ist sauer. Jo, beruhigen Sie sich bitte, danke. Wenn ich jetzt immer ausnocke, könnte ich es nicht haben. Ah, wo ist es? Schnell! Ach, hier wäre das Scharfschützengewehr so cool. Haben wir? Lol, easy. Also easy war es nicht. Ich war, glaube ich, schon fast dreimal tot, aber... We did it. Oh, das war knapp. Das muss halt das gegeben, dass sich lohnt, mitgenommen zu werden. Wir nehmen so einen Handschuh mit. Schwanz eines Fangschreckrebs. Mit den Handschuh genommen. So, aber wir haben es geschafft. Das heißt, das müsste unsere letzte Bosskarte hier sein. Auf der Tiefe. Es muss da etwas geben, das ich mitnehmen kann. Ich werde die Gegend... Ah, okay. Wir haben noch nicht alles mitgenommen. Stimmt, ich soll zwei mitnehmen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Weil wird... ich denke, das sollte reichen. Ich sollte nach oben und Sato Bescheid geben. Der wird wieder super neidisch sein. Wir sind einfach Marinka King. Wir haben sie alle gefangen. Aber wenn wir schon einmal hier sind, können wir noch ein bisschen was fangen. Wir haben gerade mal 6 Kilo drin. Ja, nichts. Nehmen mit, den Seeigel. Ich finde mir meinen Wal. Hai. Ist kein Wal, ist ein Hai. Aber ein süßer Hai. Eine Würfelquali. Mitnehmen. Eine Moräne könnten wir auch nochmal mitnehmen. Hier ist noch ein anderer Hai. Den hatten wir den schon mal? Der sieht so anders aus. Was ist denn seine Mission? Mitnehmen. Nein, ich habe nicht gepanikt. Nein, nein. Wurde nur ein bisschen eng. Ich mag es nicht so mit Haien zu kuscheln. Ich bin froh, wenn die ihre Ruhe haben und ich meine. Nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Stars. Dieser Stein bewegt sich. Es triggert. Wir wissen, was darunter ist. Oh, mein Lieblingshai. Oh, Fischies. Aua. Hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht auf Stufe 3. Zerlegen wir. Muss mal ein Hai hinterher. Wo ist er? Mein Süßer. Am liebsten würde ich mit ihm knuddeln. Den hätte ich gerne als Plüschtier. Ja, als Plüschtier wäre cool. Da ist er. Hallo. Nehmen wir mit. Könntest du das bitte lassen, du aggressiver Pufferfisch, du? Oh ne. So, Sauerstoff nehmen wir mit. Da unten ist noch ein Dingsbums. Danke. Ein Topf war da. Ich hab hier aber irgendwas noch schwimmen gehört. Und das waren nicht wir. Klang mehr wie so... Wie so... Na, Thunfischies. So klang das. Aber irgendwie hören wir es nicht mehr. Oh. Was wir jetzt hören, ist halt alles normal. Wo Fischies?
Ich hab noch ein bisschen Platz. In meinem Inventar. Ja, den können wir auch mitnehmen. Der ist in der Nacht so viel stärker als am Tag. Das ist unfair. Am Tag wäre er jetzt schon tot. Aber ich krieg ihn trotzdem. Oh, wir haben sogar einen Zahn bekommen. So, was haben wir hier noch Schönes? Noch so einer. Oh, ein Quietschehammer. Let's go. Warte mal, da unten ist Sauerstoff. Da können wir doch die Welse mal schnell machen. Oder? Sehe ich die aber nicht mehr. Das Ding. Das ist so cool. Funktioniert das aber Quallen? Ist ja eigentlich. Easy. Qualle eingesammelt. Bin wie so ein Staubsauger manchmal. Hab ich. Auch. Man muss nur wissen, wie, dann ist der Hammer einfach klasse. Haben wir auch noch nicht, oder? Na komm. Höre auf, dich so aufzublustern, du Igelfisch. Ist da noch was Größeres? Ich hätte noch eine Drohne. Eine hätten wir noch. Nee, den Gummihammer gebe ich nicht weg. Da ist noch was. Eine Moräne. Die können wir so einsammeln, ja gut. Habe ich mir vergessen. Sieht bei mir, ich finde, die sieht aber so groß aus. Ich denke mal, die kann man mit der Drohne abtransportieren. Wieso? Auf, dass ich hier nicht wieder zu weit runtergehe. Aua. So. Mit dem Gummihammer. War knapp, aber wir haben es überlebt. So, was haben wir hier noch? Ach, die Dinger. Charge. Nein, ich habe ihn geweckt. Ah, ich hatte es doch. Komm her. Kein Entkommen vor mir. Geht doch. Ich muss aufhören, diesen Gummihammer zu kriegen. Ich tue den jedes Mal... Oh ne, das ist Schock 2, ne? Du jedes Mal damit nur rumspielen und Scheiße bauen. Mal Limit Testing. Gucken, wie lange ich überlebe. Aua. Das hat meine Gefühle verletzt. Im Make-up's den auch nicht, oder? Viel weiter runter dürfen wir ja dann auch nicht mehr. Ja, hier ist schon die Grenze. Oh, eine Schale. Gummihammer. Oh, den Seetang brauchen wir noch. Und die Muscheln auch. Okay. O2 Kendo nehmen wir auch mit.
Noch mehr Muffeln. Kupfer nehmen wir auch mal mit. Wie auch immer dieser Gummihammer das Kupfer abschlägt. Ich weiß es nicht. Ist mir ein Rätsel. Aber er packt es. Ich hinterfrage es nicht. Noch eine Waffenkiste. Können wir zerlegen. Ich hab's abgebrochen. Tigerhai. Eieiei. Oh, der tut richtig weh in der Nacht. Kannst du bitte schlafen? Haben wir noch eine Drohne? Ja, ne? Nein, haben wir nicht. Ach, kühl dich doch. Ja, ist gut. Ah. Oh, ich dachte gerade, der frisst mein ganzes Magazin. Ganz kurz Angst gehabt. Nehmen wir den Kletterer-Dutch hier noch mit und dann nehmen wir die Fluchtkapsel, die ich vor uns gesehen habe. In der Hoffnung, ich weiß noch, wo die ist. Obwohl ich mir da nicht mehr so sicher bin. Ein Knochen. Davon brauchen wir nur 5. Oh nee, ich mag die Knochen überhaupt nicht zu sammeln. Wo war die Fluchtkapsel? Ich bin voll. Voller als voll. Da ist sie. Nase. Oh, hier sind auch noch Knochen. Schnell, bevor der Hai von uns mitkriegt. Nein. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nimm das Ausrufezeichen weg. Genau so. Und nicht anders. Oh, ich muss Licht anmachen. Es blendet langsam. Mach das hier noch fertig. Ja, das ist eine Fangschreckkrebs-Bosskarte. Ich habe sie nicht einmal im Wellness-Center gesehen. Oh, ich meine das Wellness-Center, in dem ich trainiere. Okay, sieh mal. Wenn du diese Karte mit Teilen überträgst... Okay, ich hab sie. Wir sehen uns dann. Bleib in Kontakt. Sammle weiter Karten. Tschu-tschu. Oh, wir haben es geschafft. Und jetzt kriege ich wieder... wir kriegen nur ein Design. Ach, nee. Er hat Fische mitgebracht. Oh, ich muss aber Feldfrüchte. Aber meine Schicht ist jetzt schon zu kurz. Wir machen die Schicht jetzt. Wir machen die Feldfrüchte am nächsten Tag. Oh. Warte. Ah, was verkaufe ich? Den gibt's heute nochmal. Und dann gibt's den heute nochmal. Und der geht immer. Der geht auch. Oh, der ist so süß. Geht auch immer. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ist eigentlich schon zu viel. Warte mal, den hauen wir raus. Den auch. Obwohl, nein, das ist halt mal drin. Heute gibt es wieder noch fast nur Hai. So, haben wir noch Forschung? Geistesblitz. Im wahrsten Sinne des Wortes. 9, 9, 7, 1, 9, 12, 7. Tomaten züchten wir uns gerade, ist okay. Terrier könnten wir auch wieder upgraden, ne? Oh nee, weiß ist ja pottenhässlich. Oh nee, das meine ich jetzt. Das mache ich ein andermal. Hab da gerade keinen Nerv für. Da ist für mich alles nur hässlich. Let's go. Gibt hier Hammerhai on Reis. Nicht on the beach. Ey, ich nehme immer die ganz hinten. Wir müssen mindestens 1300 machen, weil das müssen wir an Abgaben wieder zahlen. Also Minimum. Ja, doch geht.
Für eine kurze Nacht ist okay. So. Wieder eine 5-0. Wieder eine 5-0. Let's go. Aber ich bin noch nicht so ganz mit unserem Service zufrieden. Die sind irgendwie zu langsam. Aber ich muss sie auch noch weiter upgraden. Können wir drüber reden.